Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Together Minecraft. Jawohl, und das natürlich wieder mal mit dem Balas. Und dem Juvi. Jawohl, wie immer, es hat sich nichts geändert. Ja, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert, doch es ist trocken. Genau. Willkommen in England. Wir standen jetzt gerade erstmal so eine gefühlte halbe Stunde und haben darauf gewartet, dass der Regen aufhört. Ja, denn in England regnet es immer. Oder es ist neblig. Ja, Sir British. Oder so, Johnny English wahlweise. Ja, wie auch immer. Irgend so ein Typ halt. Ja. Wir haben uns für heute schon mal was vorgenommen. Und zwar habe ich den tollen Vorschlag gehabt, beziehungsweise die tolle Idee, dass wir hier oben einfach eine kleine Aussichtsplattform hinbauen auf das Bergchen hier, wo wir jetzt gerade auch stehen, wo ihr uns gerade seht. Hallo, hier sind wir. Hallo. Also ich und der Juvi, der springt gerade. Und zwar, dass man einfach hier ein bisschen einen Überblick hat über unsere ganzen Bauten und über die Gegend ein bisschen. Und ich denke mal, damit können wir jetzt anfangen, oder? Ja, das ist eine ziemlich geile Idee, finde ich. Und dementsprechend haben wir da einfach immer so ein bisschen was, wo man sich einen schönen Überblick verschaffen kann. Ganz tolle Sache eigentlich. Genau. Aber ich würde sagen, wir gestalten die relativ dezent, dass man die jetzt nicht unbedingt so mega doll sieht. Ja, ich würde das jetzt einfach so eine kleine Holzplatte bauen, vielleicht mit Half-Slabs und am Rand so ein bisschen normale Treppen oder sowas hin. Ja, irgendwie sowas. Oder genau. Normale Blöcke und dann. Ich würde da gar nicht noch was runternehmen. Ich würde da vielleicht so den auf der Ebene, auf der ich jetzt hier stehe, auffüllen. Achso, na gut, dann machen wir das so. Also würde ich jetzt vielleicht sogar sagen. Ja, können wir ja gerne machen. Ist ja kein Thema. So, oh Gott, hey. Ewig kein Minecraft mehr gespielt, ne? Genau, also wir müssen uns ehrlich gesagt echt wieder ein bisschen dran gewöhnen. Und irgendwie sacken die Frames gerade im Keller, komisch. Vorhin bei der Testaufnahme war alles toll und jetzt? Ich ja, keine Sorge. Testaufnahmen. Bei Testaufnahmen geht euch nichts verloren, wir labern nur Unsinn. Ja. Sagen uns, wie doll wir uns lieb haben und so. Und wie gerne wir doch kuscheln würden. Und wie gut wir heute wieder aussehen. Oh, ja. Juvi, du siehst so gut aus heute. Weil wir uns vor allem auch jeden Tag sehen. Ja, klar. Nein. Klar sehen wir uns jeden Tag. Ich habe hier Nacktbilder von dir hängen. So Juvi-Pin-Up-Poster. Ja, schön. Auf die freue ich mich. Zu kaufen, 10 Euro übrigens, ne, sind sehr günstig zu haben. Meldet euch einfach bei mir. Ihr müsst übrigens Steuern an mich zahlen dabei. Ah, das können wir auch so regeln, so ein bisschen. Ne? Ich meine natürlich, ja, müsst ihr. Ja. Also ich bin quasi die Juvi-Mom, also für alle Bilder, die von mir kommen, ne? So, aber also wie gesagt, ne, Überweisungen bitte an mich und ich schicke euch das. Und ich würde sagen, wir legen jetzt hierbei keine ganzen Blöcke drauf, sondern bitte Slabs. Ja, Slabs habe ich ja Ups, das war ein ganzer Block. Ja, Slabs habe ich doch gesagt, Pum-Block. So, lalalala. Das war ein Slab. So, ja. Hast du eine Workbench dabei? Hey, ich habe sogar eine dabei. Hey, Juvi! Yeah. Gut, dass du fragst. Hallo, Benji. Schön, dich mal wiederzusehen. Benji, die mobile Workbench. Oh, ich habe keine Half-Steps mehr. Juvi! Benji! So, oh, halt, das ist Tropenholz. Das ist nicht so ganz. So, jetzt, also ich muss mich echt wieder an die Steuerung gewöhnen, merke ich. Ja, ich auch. Man meint zwar so, oh, ist ja Minecraft, das ist jetzt nicht so schlimm. Von euch, ich geh mal Holz holen. Wollen wir den Rand höher machen? Also einen höher oder so? Den Rand würde ich höher machen, ja, habe ich ja gesagt. Also einen ganzen Block oder eine Treppe daran. Treppe finde ich gut. Oder mach mal einen ganzen Block an den Rand und zieh noch einen Zaun rundherum. Ja, aber dass die kleinen Selbstmordkinder nicht so runterspringen, ne? Aber dann versperrst du so ein bisschen die Aussicht, finde ich. Ja gut, dann machen wir, ja stimmt auch wieder. Mach mal Treppen rein. Ja. Hey, ich habe ja noch Eichenholz, Slabs und Treppen da en masse in meinem Lager. Ja, das ist komisch. Was denn? Das ist Spielen, irgendwie. Ich muss mich gerade an die Steuerung wieder gewöhnen. Ja Leute, wir sind im Augenblick andere Spiele gewöhnt, wie zum Beispiel LOL oder Diablo 3. Ja, und blöderweise sind das halt alle Spiele, wo man voll die andere Steuerung hat. Voll die andere Steuerung, voll die komische Sicht, ne? Von oben und nicht so von Ego-Perspektive. Ja, das ist echt, echt gewöhnungsbedürftig. Hätte ich mir gar nicht so vorgestellt, aber es ist tatsächlich so. Wir sind halt keine Ego-Shooter wie zum Beispiel Minecraft, den brutalen Ego-Shooter. Also das sind wir nicht mehr gewohnt. Nee, also ist ja aber auch echt schlimm, ne? Also Minecraft ist ja schon, Ja, man tötet Tiere, man isst sie dann auch noch, also... Das ist Shooter. Nein! Du Lutscher! Nein, Treppe! Treppi, komm wieder her! Treppi! Komm zu mir, verlass mich nicht! Nein! Treppi, geht's dir gut? Nein, mir geht's schlecht. Oh Gott, das ist Balas. Balas stirbt, Nein. Fall irgendwo runter. Fall selber runter, Arschloch. Aua.
Trappy! Ich finde das nicht gut. So, wie viele haben wir denn hier? Eins, zwei. Also ich würde sagen, wir müssen den Eingang hier irgendwie mal in die Mitte machen, dahin. Weil sonst sieht das echt doof aus. Okay. Symmetrie, mein Freund, Symmetrie. Nee, Contenance. Nein, und Symmetrie. Konte-Symmetrie. So, ach, scheiße. Wir brauchen Erde. Ich brauche gerade Erde, Moment. Ich habe doch noch da 8 Blöcke hier. Guck mal. So. Achso, halt, da haben wir. So. Jubi, hüpfe mir mal nicht so ein Bild rum. Ich kann so nicht arbeiten. Geh mal zur Seite, geil. Du mieser Kleiner. Au! Treppi! Das machst du mit Absicht, oder? Treppi rufen? Nein. Nein, immer da lang rennen, wo ich lang renne gerade. Ja. Ich bin hier der Kameramann. Yeah, du bist voll wichtig. Flying Cam und so. Flying Cam und aua, er ist aus dem Bild. Er ist mir aus dem Bild gerannt. Also eigentlich bin ich gelaufen. Na, jetzt komm. So. Wohin willst du eigentlich den Aufgang führen? Warte mal, ich schau gerade. Ich habe gerade nach unten geschaut. Eigentlich wollte ich hier so ein bisschen lang. Moment, so. Ja, von hier aus ist es doch gut, oder? Hast du hier so einen kleinen Aufgang mit dazwischen? Huch, da ging es weiter runter, als ich gedacht habe. Da auch, übrigens. Da, und da ging es noch weiter runter. Juvi, kipp mal ein bisschen auf hier. Sag mal, mach mal was. Zu ich bin Geld. Doch dabei. Du bezahlst mich ja gar nicht. Na, du verdienst auch nichts von der Arbeit, die du leistest. Doch, ganz viel. Mist. Na komm, jetzt hier, da. Hast du gerade versucht, mich zuzubauen? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube schon. So, warte mal, da habe ich hier, ja, für machen wir das so, dann machen wir hier noch ein bisschen, so in die Richtung, wieder. Also echt so einen freakigen Aufbau machen. Und dass wir dann hier halt praktisch direkt an den Weg anschließen können. Da müssen wir hier dann ein bisschen runtergraben. Ja, kann man schon machen. Ups. Ist halt nichts Besonderes jetzt hier oben, ne, aber das so muss das ja auch nicht sein. Ja, das soll ja einfach nur eine Aussichtsplattform sein. Oder hier so ein kleines Dach aufbauen, ist eigentlich vielleicht auch gar nicht so eine verkehrte Idee, oder? Warte mal. So. Hoppala. Einmal da, einmal da, einmal da, einmal da. Ich probiere hier gerade mal was aus. Kannst du dir gleich mal angucken. Mach das. Huch, Treppi. Juvi, bitte. Treppi ist tot. Ist vom Zug überfahren worden. Zauni. Nein. Ich hab mir übrigens, das kann ich dir auch schon mal ankündigen, das weiß die Juvi auch noch nicht. Ich habe mir überlegt, ich werde mir demnächst was bestellen. Auf was? Amazon oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Was? Und zwar ein Aufnahmegerät-Support-Ding, dass ich auch Konsolenspiele dann aufnehmen werden können, Dingens, ne? Wir werden alle sterben. Am PC. Und dann werde ich euch ein bisschen mit Konsolenspielen auf die Nerven gehen. So, was so eigentlich ja eher meine Richtung ist, weil ich bin ja eher so der Konsolenspieler, ne? Naja, das wird interessant. Dann gibt es jetzt Anime-Spiele en masse bald. Habe ich relativ viele. Ich hab mir schon ein paar Sachen ausgesucht. Ich habe mir schon ein paar von meinen Spielen, die ich schon durch habe, auch mit teilweise, habe ich mir schon zur Seite gelegt. Einige habe ich noch nicht durch, die habe ich noch angefangen. Wo ich mir denke, das könnte ich doch machen, das wäre vielleicht was. Und da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Könnt ihr, müsst ihr nicht. Das könnt ihr, müsst ihr keiner. Nicht. Warum genau, da den ich zwinge euch, seid gespannt da drauf. Oh Gott, ich bin so gespannt, weil Ballas das sagt. Ansonsten finde ich raus, wo ihr wohnt und werde in euer Haus einbrechen und werde euch zwingen, es zu gucken. Packe ich euch am Kopf und hau euch auf den Mund. Ich sag so, isch. guck das. Und ihr, au, es tut so weh. Ja, ihr wisst schon, wie das läuft. Ja, so Zeug eben, ne? Ja, so irgendwie so in die Richtung. Also so stelle ich mir das vor. In Wirklichkeit wird es so aussehen, ich breche bei euch ein. Dann ruft ihr die Polizei und ich werde erschossen. Aber weißt du, die Polizei schießt ja immer Leute. Was auch realistisch ist. Realistischer ist, dass ich es schaffe, irgendwen zu verprügeln. Auf alle Fälle. Bin noch ja, Pazifist. Das stimmt. Ja, Baller ist ein Pazifist, ne? glaubt mir keiner. Trollerlei. Hier. Jetzt wird's gerade schon wieder dunkel. Mach mal Licht an. Es wird gerade wieder dunkel, es ist schon dunkel. Ja, ich sehe das jetzt. Ich habe die Helligkeit doch so hochgeschraubt, weil doch darum gebeten worden ist. Okay, ich kümmere mich mal drum, dass es hell wird. Huch, danke. Huch, ist auf einmal Tag geworden. Hey, das war ja klasse. Hey, man muss bloß seine Wünsche aussprechen und schon gehen sie in Erfüllung, Freunde. Ja, jetzt setz diesen verdammten Scheiß-Sound da drauf, das wünsche ich mir jetzt. Moment, hey, ich komme hoch. Dein Wunsch ist mir Befehl, ich bin dein magischer Genie.
bist kein Genie. Und auch Warum? Kein Genie. Wir sehen nichts aus. Juppi hat mich schon wieder geflamed. Meine Gefühle verletzt. Ich gehe mich jetzt erschießen. Nein. Machst du den Kurt Cobain oder was? Nein, ich, keine Ahnung. Ich erschieß mich mit einer Schrotflinte. Mein Name ist Kurt. Pum. Wups. Entschuldige, Kurt. Warum machen das mal, die so heißen? Ich brauche mal ein bisschen Erde hier. Ach ja, schön wieder in Minecraft zu sein, ehrlich gesagt. Weißt du? Ich weiß nicht, komm, wir gehen. So eckig. Wir gehen mal lollen. War wieder sehr schön mit euch. Bis dahin, macht's gut. Nein, natürlich nicht, komm ich nicht. Genau. Also, haben wir? Nein. Die glauben uns das. Ich mach mal hier so ein Brückendach mal drauf quasi, ne? Also wie das ja bei der Brücke auch schon ist. Ja, ich bin hier gerade noch ein bisschen am Feintuning für die Treppe, für den Aufgang. Weil ich finde, das geht so nicht, dass die Treppe auf dem Kopf steht. Und ob wir hier später nochmal Glas zusetzen, weiß ich noch nicht. So. Ach so, ein Ding hast du jetzt hier gemacht, ja. Aber dann würde ich aber hier vorne an die Seiten auch nochmal Stützpfosten machen, für dass du hier so ein Eingangstor nach oben hin hast praktisch. Nee, das würde ich eher ehrlich gesagt gar nicht machen. Ich würde einfach jetzt hier so in die Mitte immer noch irgendwie was so hinbauen, ne? Wobei, warte mal. Irgendwie müssen wir noch Fackeln unterbringen oder sowas. Das gefällt mir so nicht ganz. You know, damit Licht da ist und so. Wir brauchen Licht. Hallo, wir sind doch Kellerkinder. Kellerkinder brauchen kein Licht. Oder brauchen wir hier Licht? Ich weiß es noch nicht. Nicht da und da. Mist, verdammt. Das gefällt mir so nicht ganz. So. Was so machen? Das ist ja seltsam hier. Achso, ja, ach, Slabs, ja. Ich verstehe. Ja, das sieht so gut aus, glaube ich. So. Shit. Das geht so natürlich nicht. Das sieht seltsam aus, wenn da auf einmal Blöcke in der Luft schweben. Also, munkelt man zumindest. Meinst du? Ja, das munkelt man so. Ich glaube ja nicht. Doch. Was die Leute so alles munkeln, wenn es dunkel ist draußen, das weiß ich, das glaubst du. Würdest du mir nie glauben, wenn ich dir das erzähle. Naja, irgendwie sieht das nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Tüdelülü. Falls ihr jetzt gleich was hört, ich bin nicht dabei, hier in der Nähe einen Baum zu fällen. Nein. Nein? Nein. Ich glaube, ich habe da gehört, dass jemand einen Baum fällt. Echt? Glaube schon. Das ist ein krankes, perverses Arschloch. Einfach die Natur zu zerstören. Wälder zu roden. Tiere zu essen. Das ist ja immer die logische Schlussfolgerung. Wer Bäume fällt, der würde auch Tiere essen. Ja, guck mal, Balas. Ich habe jetzt hier oben mal so eine kleine Liegeinsel mit hingebaut. Yay! Finde ich eigentlich nicht so gut, ne? Ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Ich wollte nur irgendwie was, wo man die Fackeln hinstellen kann. Eigentlich. Ich glaube, ich lasse einfach in der Mitte zwei so eine ganzen Blöcke stehen und dann passt das. Dass einfach ein bisschen Licht da ist und gut ist. So, gibt's denn eigentlich was Neues bei dir? Wir müssen ja mal wieder ein bisschen plaudern. Ihr habt ja schon lange nichts. Wobei, ihr habt schon was von uns gehört, aber die Aufnahmen sind alle schon so alt. Ihr habt voll viel von uns gehört eigentlich und wir sind überhaupt nicht mehr up to date. Nee. Oder so. Also, wie gesagt, unsere Aufnahmen sind eigentlich wirklich schon richtig, richtig alt, die da gerade kommen. Die sind schon über einen Monat alt, würde ich mal sagen, oder? Na, das ist schon eine ganze Ecke hin. Ja. Ja, das dürfte ziemlich genau ein Monat sein sogar, ja? Ja, ich glaube auch. Also in die Richtung geht's wohl. Ah, warte. So. Ja, aber man muss dazu sagen, wir machen im Moment eigentlich gerade gar nicht so viel. Natürlich nehmen wir alles nach wie vor auf und so weiter. Ne, ganz klar, das läuft ja alles. Habt ihr gemerkt? Vielleicht. Aber sonst so privat zocken wir eigentlich im Moment irgendwie immer das Gleiche. Ja,
Wir sind gerade nicht so flexibel, was die Spiele angeht. Ich muss auch sagen, ich habe auch lange meine PS3 nicht mehr angehabt. Also von dem her, ich bin auch da jetzt im Augenblick etwas unflexibel. Was mich interessieren würde, was ich mir wahrscheinlich demnächst auch zulegen werde, ist ein Nintendo 3DS. Weil es einfach eine Fortsetzung dafür gibt, ja, also geben wird. Ich weiß nicht, ist es überhaupt schon draußen? Ich bin da auch nicht up to date. Von A Link to the Past, was damals seinerzeit Super Nintendo-mäßig ein absolut geiles Spiel war. Ja, bestimmt. Also, ja, dir sagt es jetzt, für dich ist es vielleicht nicht so, aber ich fand, es war ein super geiles Spiel und ich freue mich auch drauf, dass es da eine Fortsetzung zu gibt. Weil es gibt ja nicht allzu viele Zelda-Spiele, die wirklich eine effektive Fortsetzung dann haben zum nächsten. Und deswegen freue ich mich da schon drauf und werde mir dafür auch einen zulegen. Und danach kommt natürlich im Oktober Pokémon XY. Die neuen Edition. Auf die freue ich mich aber auch Chromosome. Nein, es geht eher, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, um diese X- und Y-Dimensionen dabei. Ja. Huh. Gesundheit. Da kommt noch einer. Ballas, da niest jemand bei dir im Hintergrund. Echt? Was für eine kranke Sau. Warte, ich bin kurz weg, ich erschieße dir mal. Nein, ich wollte das nicht. Nee, das war Alice mit der Pfeffermühle. Ach so. Die hat mir damit auf die Nase geballert und dann ist da irgendwie, hat sich was gelöst. Von ganz tief drin kam das. So, aber ich würde sagen, das reicht einfach. Reicht eigentlich schon. Ich finde hier unten eigentlich, das sieht scheiße aus. Den Zaun hier nehme ich wieder weg. Ja. Das reicht einfach. Das ist nichts Besonderes, aber halt was Schönes, wo man sich dann einen netten Blick über unsere Welt verschaffen kann. Genau, ja, das wird auch unser Startpunkt dann sein für auch die nächsten Folgen. Von wo aus wir unsere Einsatzplanung machen werden, denke ich jetzt mal. Und auch euch ein bisschen dann beim Start der Aufnahmesession und so weiter die ganze Umgebung ein bisschen näher bringen. Genau, und hoffentlich bald mit einem schöneren Rathaus. Ja, weil im Augenblick sitzt noch. Aber so, aber das war's voll so. Gut. Ich find's auch klasse. Es ist echt. Ne? Also, hey, du hast Benji umgesetzt. Hattest du Benji in deinem Inventar? Ja. Ich hab's verseucht. Das ist voll eklig. Ich muss sie wegschmeißen gehen. Ich baue mir ein Lavaloch und schmeiß Banshee rein. Ha, du hast gerade zweimal Damage bekommen. Ist mir egal. Ich gehe mich jetzt ersäufen. Das sieht sehr dramatisch aus. Ja, ich weiß. Wie er da steht und guckt. Hallo, ich ertrinke. Hilfe.